So, das andere gibt noch mal Disziplin. Ja. Preußen später gibt noch mal Dings. Sieht doch, das klingt doch schon mal nach was. Könnte was werden. Könnte was werden. Und Stuttgart gehört mir. Bleibt noch Breisgau, Augsburg und Mingau. Was muss denn Breisgau? Moment mal, Breisgau ist Teil der Schweiz? Ach, leck mich doch. Muss ich die Schweiz auch noch kaputt schlagen? Problematisch das alles. Schweiz kaputt schlagen, das wird nichts. Ja, es ist tatsächlich. Das wird nichts. Es wird tatsächlich etwas anspruchsvoller, sage ich mal. Du hättest dich mal gleich um Basel gekümmert, aber nein. Was willst du überhaupt mit deinem kleinen unbedeutenden Städtchen da? Man fördert dann endlich Dänemark mal das Ding. Ich hatte mal recht, lass mich doch freuen. Hat er recht. Schweiz ist auch Deutschland. Ich glaube, da nur kriege zur ich sogar Hälfte. Ansprüche drauf, wenn ich Deutschland gründe. Mal kurz. Ja. Überregion und Schweiz. Bin mir nicht sicher, wie das Mal sehen, hier. ob sie den Krieg gewinnen. Ich schlage dir einfach mal Übereinkunft vor. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Nee, ich habe noch knapp 300 Jahre. Ingolstadt. Moment, es gibt die Steiermark. War das nicht mal Polen? Ah, nee, nee. Australien war Polen, richtig. Australien war Polen. So, Schweiz angreifen. Wer kommt denn da mit? Trent ist Verteidiger des Heiligen Glaubens. Trent. Wir müssen uns mal unterhalten. Wieso ist das mit Kroatien verbündet? Das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich ja nun wirklich nicht in Ordnung. Das geht ja so gar nicht. Ingolstadt, wie sieht's da aus? Trent kommt immer mit, aber ich könnte Kroatien damit reinrufen. Bitte, der Krieg wird sie nicht lang genug beschäftigen. Oh wow, diese Bündnisse inzwischen. Ne? Okay, das Jahr muss eh noch um sein. Ne, die brauchen die Bündnisse ja auch. Nein. Damit sie einigermaßen bestehen können. So, annektieren wir den mal.
Ich will Bremen noch gar nicht erobern. Also doch schon, aber... Utrecht anhalte. Diese Blobs überall inzwischen. Blobs, Blobs, Blobs. Uff. Oh Gott, ich kann die nächste Festungsstufe bauen. Das sagt mir das denn keiner? Schnell. Mal ein paar tausend ausgeben. Oh. Gut. So, angreifen. Was kann ich denn angreifen? Kommt Trend mit, weil... Ah! Wünscht sich Trend nicht länger als Verbündeten? Oh, das höre ich aber gerne. Oh, ich kann da Auslöschen der Ketzerei machen, das hat wenig aggressive Expansion zur Folge. Ja, perfekt. Perfekt, sage ich da nur. Aber ich muss immer noch sind jetzt meine Truppen. Halt ein ekelhafter Krieg aus unterschiedlichen Fronten, aber das kriegen wir hin. Hoffe ich. Denke ich. Nehme ich an. Todes hat es wohl. 365.000 Mann. Kroatien kommt nicht mit. Das Problem ist, ich kann es dann auch keinen mit reinrufen. Was soll denn das? Ich könnte stattdessen natürlich Böhmen den Krieg erklären. Kann ich alle mit reinrufen? Moosburg, wo ist denn Moosburg? Überlegenheit demonstrieren. Yes, endlich kann ich dieses Religionszeug ausnutzen. Ja, gut, kann man machen. Solide doppelte, mehr als doppelte Mehrheit. Und weniger aggressive Expansion, dank Kirchending. Dank anderer Religion. Ja, doch, doch, ich denke, das können wir gewinnen. Gut, Annexion dauert noch eine Weile. Was soll ich mit diesen paar Truppen, die ihr mir da anbietet, immer? Ernsthaft? Was soll ich damit? Warum? Schlagen wir Böhmen kaputt.
Ah, da mische ich mich jetzt gerade mal lieber nicht mit ein. Wobei, vielleicht doch. Auch da mischen wir uns mit ein. Oh, der Fien ist eingeschlafen. Ist auch schon spät. Ach, mir fällt auch langsam mal Schluss machen, es reicht heute. Schon wieder knapp 9 Stunden gestreamt, Alter. Mist. Apropos, wo ist überhaupt Holzhack? Das ist ganz da oben, das Ding. Na geil. Da komme ich ja nie hin. Ja gut, muss ich auch nicht. Grafenau gewonnen, ja komm. Wir haben ja effektiv gar nichts. Ist das klug? Ja komm. Ah, sie weichen aus und feigeln. Würde ich auch machen. Raus mit dir aus dem Krieg. Hauptsache weniger Feinde. Also Schwaben ist da noch. Richtig, Schwaben würde ja zu Dänemark. Was? Wurfsübung gegen Schweiz? Muss ich gleich mal korrigieren hier. Ich habe alles unter Kontrolle. Ist das jetzt gegen Trend oder? Gegen Böhmen hauptsächlich, aber es ist eh Religionsding. Von daher ist das egal. Ich kriege ja immer verbilligt Provinzen. Kannst aber auch verbilligt welche verlieren. Nein. Weil ich den Religionskrieg gestartet habe. Mhm. Das heißt, also beziehungsweise ich krieg weniger aggressive Expansion, das meine ich. Was sehr wichtig ist. Wenn wir jetzt mal diese eine Kackfestung hier einnehmen, danke. Kein kürzeren Weg. Wieso haben wir die Belagerung da unten verloren? Da waren wir doch gar nicht. Du gehst mal nach Würzburg. Beschütze mal meine Hauptstadt. Nicht, dass das noch notwendig wäre, aber. So hart am Gewinnen, scheinbar. Wir sind noch drin. Polzak ist ja auch noch drin. Da werde ich jetzt aber nicht hochmarschieren. Haben die überhaupt? Ja, die haben auch nur so irgendwie so ganz minimal entwickelte. Ach, auf. Hör mir doch auf, wenn ich das sehe. Was? So, das waren die 6000 da.
Ah, scheiße. Oh, Böhm ist fertig. Böhm ist Ende. Da gibt's nichts mehr zum Erobern. Oh wow, was ist das da unten für eine Schlacht? Ne? Eine, die wir verlieren leider. Eine, die wir leider verlieren. Man kann nicht immer gewinnen. Wow. Ich habe noch 344.000 Mann in Reserve, da kann man auch schon mal ein paar hunderttausend verlieren. So, rücken wir einfach mit dem nächsten Stack an. Und wir den immer nach Hause schicken. Wir werfen jetzt einfach Trent entgegen, passt schon. Hat Trent vielleicht schon Lust, Lebensverhandlung? Nee, noch so gar nicht. Aber mit gleich viel weniger aggressive Expansion. Nur 75%. Das heißt mehr Provinzen. Geil. Nimm das ganze Land. Ja, dafür wäre ich nicht genug. Dann müsste ich über 100% Kriegsstand erreichen und das geht nicht. Gleich ist natürlich sehr schön wäre. So, ich wollte auch mal einen neuen Vasallen bei der Gelegenheit. Straßburg. Du musst nur lange genug Krieg führen. Haben wir da noch irgendjemanden, der so denkt, sie so, ja klar. Hätte ich schon Bock drauf. Nee, entweder haben die keinen Bock oder ich habe Provinzen von denen. Ah, die hätten Bock. Perfekt. Na ja, toll. Besetzt das Zeug da hinten. Habt ihr schon recht, das ist sehr wichtig. Das bringt auch sehr viel. Und die Performance. Die Performance, sage ich dir. Mein was? Mein, achso. Meine Häfen werden blockiert. Ich habe gar keine Häfen. Dummes Spiel, du Dummes. Flusshafen. Hm. Also Importe einschränken. Ja, zwei Merkantilismus. Tschüss. Ah ja. 500 Dukaten Verlust. Wen juckt's? So. Die anderen Truppen stehen bereit. Für den Fall, dass ich mal spontan irgendwo 120.000 Truppen brauche, kann man die ja spontan nachschieben. Oder zweimal 20.000. So, also zweimal 20.000 verstehe ich nicht so ganz. Okay, leider nicht. Ich muss die in der Nähe lassen, sonst. Wäre das Deck gleich nur wieder abgeschen. Gesnackt. Snacken die sich so ein Deck sonst? Schweiz, Embargo, ja, ja. Ich habe keine, nee, ich hab keine Allianzen gegen mich. Aber so 40.000er reicht, ne? Stacks? Ja, also kann man machen. Das Problem ist halt, die schmeißen dann gerne alle, was sie haben, in den Schlachten. Dann hast du dann halt 100.000. Was ist denn? Und ich stopfe mir Einheiten dann einfach immer alle zusammen. So, Elsley wird. Beim drin. Normalen Spiel gibt es auch gerne mal 200.000 Stacks. Was? Also, du meinst jetzt so, als Spieler kannst du keine bauen oder was?
Ich meine, damals. Ja, gut. Sagen wir 100.000. Also, als ich damals mit Dings gespielt habe, die Blaue Horde, da hat Osmanische Reich, glaube ich, knapp 300.000 Mann oder so mal irgendwann im Stehen gehabt. Ja. Also insgesamt. Ja, einzelnes Deck. Eher schwierig. Weil die KI hat deutlich weniger Abzüge bekommt. So. Ja. Vielleicht ich mir nur mal. Und können wir mal diesen Stack da schlucken? Danke. So. Ja, gut, das wird ja auch mehr mit der Zeit. Gut. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie knapp, was waren es? 60.000, 80.000 geschluckt.